Herr B. fragt, ich habe die Absicht, ein erworbenes Haus mit Fördergeldern zu sanieren. Dazu habe ich ein Darlehen bei der Sparkasse aufgenommen, 50.000 Euro. Und 50.000 Euro Fördergelder sollen in die Sanierung fließen. Die Auflagen für die Förderfähigkeit kann ich aber nicht erfüllen. Jetzt reicht das Geld nicht. Kann ich nicht einfach zu einer neuen Bank oder neue Bank suchen und das Darlehen neu beantragen? Herr B., das können Sie natürlich machen, aber so wie ich das hier rauslese, haben Sie ja schon ein Darlehen. Und wenn hier die Widerrufsfrist schon abgelaufen ist, dann sind Sie in dieses Darlehen auch gebunden. Das heißt, hier könnten eventuell Vorfälligkeitsentschädigungen wirklich gezahlt werden müssen, wenn Sie zu einer anderen Bank gehen und da das Darlehen versuchen, komplett neu einzudecken. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ich möchte jetzt bei einer anderen Bank ein Darlehen haben, weil die Sparkasse Ihnen wahrscheinlich ja den ersten Rang im Grundbuch blockiert. Das heißt, die hat sich zur Absicherung schon im Grundbuch eingetragen und eine neue Bank müsste in die zweite Rangstelle gehen. Das machen die nicht so gerne, weil die natürlich auch nicht so werthaltig ist, wie wenn man sagt, ich falle in einer Zwangsversteigerung, wäre ich der Erste, der mich bedient, oder ich bin der Zweite, der sich bedienen darf. Also hier würde ich Ihnen auf jeden Fall erstmal empfehlen, mit der Sparkasse Kontakt aufzunehmen, mit denen darüber zu sprechen, ob man dieses fehlende Fördergeld, was ja dann so wohl nicht kommt, dann als zusätzliches Darlehen bei der Sparkasse bekommen kann. Das wird sicherlich eine preiswertere Variante, als jetzt irgendwo anders ein Darlehen zu machen, weil da müssen Sie ja die Vorfälligkeitsentschädigung mit einplanen und da muss der Zinssatz schon deutlich besser sein, dass sich das letztendlich noch rechnet. Also ich würde hier auf jeden Fall nochmal mit der Sparkasse reden, ob das so vielleicht für Sie nicht günstiger wäre. Okay.